ihr Lieben, heute basteln wir eine Karte für den Valentinstag, für die Liebsten, aus Pappe. Für die kleine Karte brauchen wir Blattpapier und weißes Tonpapier. Ich habe mich jetzt absichtlich für die Kombination Packpapier, weißes Tonpapier entschieden, weil ich die total schön finde. Man kann natürlich auch beliebige Farben nehmen und auch Sortenpapier. Wir brauchen für die Karte auch ein Cutter, ein Bleistift, eine Konturschere und einen Klebestift. Und jetzt zeige ich euch, wie das geht. Wir knicken ja das Backpapier in die Mitte. Am besten nimmt man gefaltetes Backpapier, also nicht die Rolle. Es lässt sich besser arbeiten damit. Mit der Rolle kriegt man es auch hin, nur das Papier rollt sich immer wieder ein. Und es ist dann nicht so schön und erschwert unsere Arbeit. Wir tragen den Kleber nur an den Rändern, sodass es eine Art Rahmen entsteht. Die Mitte lassen wir jetzt absichtlich aus und kleben höchstwahrscheinlich, wenn wir das Herzchen fertig haben, nach. So, jetzt gebe ich euch noch einen Tipp, und zwar lieber das geklebte Packpapier ein paar Minütchen trocken lassen, weil solange der Kleber noch feucht ist, lässt sich das ganz, ganz schwer mit der Konturschere schneiden. Das habe ich schon versucht, also das ist sehr, sehr schwer. Deswegen lassen wir es jetzt mal trocken. Ich habe ja schon vorgearbeitet und schon mal so ein Viereck ausgeschnitten mit der Konturschere. Man kann auch eine Zickzackschere nehmen oder alle möglichen. Ich habe jetzt die hier vom Bastelladen. Und was wir jetzt machen, ist ein halbes Herzchen dann mit dem Bleistift zeichnen. Und circa, dass es jetzt in der Mitte ist. So. Und ja, bei mir war es jetzt noch nicht direkt in der Mitte. So, dann machen wir es jetzt mal nochmal. So. Und schneiden das mit dem Cutter aus. Wir brauchen unbedingt eine Unterlage. Ich habe jetzt noch ein Stück Pappe als Unterlage. Und schneiden dann mit der Karte dasselbe Herzchen aus. So. Die Reste von dem Klebestift radieren wir dann direkt weg. Ich merke, hier muss ich gleich nachkleben, das sieht man. So. So, ganz gerade ist jetzt mein Herz nicht, aber es ist jetzt auch egal. So sieht es dann aus. Und hier kommt jetzt der 3D-Effekt so ein bisschen Vorschein. Jetzt auf der Hälfte zeichnen wir kleine Herzchen, wieder so halbe, können auch beliebig groß sein. So. Und die schneiden wir auch aus. Wir stecken jetzt die Unterlagen noch drunter, dass wir gerade auch nicht die noch da schneiden, wo es nicht passieren darf. Und schneiden die kleinen Herzchen dann aus. So. Jetzt machen wir die Herzchen auf.
Und so sehen die aus. Okay, hier habe ich jetzt nicht so präzise geschnitten. Da, jetzt geht's. So, die Reste mit dem Kleber radieren wir wieder weg. So einfach jetzt ist das Schneiden nicht mit dem Cutter auf dem doppelten Packpapier. Aber kriegt man auch irgendwie hin. So. Und kleben jetzt das Herzchen zu hier an der Seite, ohne dass wir auf die Herzchen Kleber auftragen, also nur am Rand. So. Dass es auch nicht aufgeht. So, und hier sind die kleinen 3D-Herzchen. So sehen die aus. Jetzt nehmen wir so ein kleines Zettelchen, stecken es unter die Hälfte und zeichnen so ein halbes Herzchen, das wir dahinter kleben. Und schneiden es aus. Am besten nicht auf die Linie, sondern ein bisschen kleiner, dann sieht man die Ränder hinterher nicht. So. Und hier ist es jetzt auch so, dass man, wenn es geht, den Kleber nur an dem Rand aufträgt. Das ist jetzt natürlich schwierig. Ich versuche es jetzt aber. So. Und kleben es da drunter. Jetzt sieht man auch den weißen Hintergrund. Und los geht's. Ich muss hier nachkleben. Anscheinend habe ich dann den Rand zu dünn gemacht. Es geht ja immer also auf. Ist jetzt aber nicht schlimm. Wenn man es merkt, kann man dann einfach nochmal kleben. So. Und los geht's. Jetzt machen wir die zweite Hälfte. Dafür brauchen wir auch ein weißes Zettelchen. Dann schneiden wir auch ein Stück davon ab, sodass es einigermaßen passt. Mhm. So. Und auch nur an dem Rand kleben. So. Habe ich jetzt doch viel zu viel Kleber gemacht. Ich hoffe, wenn es trocknet, sieht man es nicht. So, und dann zeichnen wir schon wieder Herzchenshälfte überall. So, und wieder unsere Unterlage und wieder mit dem Cutter ausschneiden. So. So, mal schauen. Ja, dann radieren wir wieder die Reste von dem Bleistift weg. So.
So. Und dann machen wir die Herzchen dann auf. So. Wenn es jetzt das mit dem ganzen Packpapier und Weißpapier too much ist, dann kannst du ja auch einfach so kleben auf der Karte. Sieht halt so aus. Und ich habe aber noch ein Papier, Backpapierstreifen hier, was ich dahinter klebe, dass so wieder ein Kontrast entsteht. Also Backpapier weiß. Wie gesagt, muss aber nicht sein. Man kann auch ganz, ganz bunt machen, sieht auch schön aus. So, kleben wir einfach dahinter. Und wieder nur an der Seite Kleber auftragen. So sieht es aus. Dann nehmen wir weißes Tonpapier. Man kann, wie gesagt, auch andere Farben nehmen. Ich finde auch die Kombination weiß mit dunkelblau sehr schön. Man kann auch dann einfach mal die Lieblingsfarben nehmen. Einfach draufkleben. So, dann mache ich hier so. Und so sieht das Kärtchen dann aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann bitte Daumen hoch und bis das nächste Mal. Tschüss!